Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2. Unbedingt die letzte Folge reinziehen mit dem legendären Bären. Ging am Ende leider ein bisschen in die Hose, aber ey, das war auch absolut crazy, wie der aus dem Nichts auf einmal auf uns draufgestürmt ist. Ja, auf dem Weg zurück hier zum Camp. Ich wollte eigentlich im Valentine einen kleinen Halt machen, einmal shoppen gehen, rasieren gehen und. Wurde ich überfallen, ich wurde verprügelt, ich habe mir ein Pferd geklaut, was jetzt hier gerade vor mir steht, so ein weißes Kentucky Settler eben. Bin durch den Matsch gezogen worden und ein bisschen Kopfgeld erhöht. Wir müssen auf jeden Fall jetzt zur Postkutscherei einmal unser Kopfgeld bezahlen, dass wir da wieder frei rumlaufen können und dann können wir auch weiter mit den Hauptstory-Missionen machen. Ich freue mich, dass du da bist, würde mich freuen, bevor es wieder jetzt losgeht, wenn du dem Video ein Däumchen hochgeben würdest, ein kostenloses Abo da lassen würdest, würdest du mich extrem krass mit supporten und natürlich die Glocke aktivieren, dass du auch keine weiteren Videos von meinem Kanal verpassen wirst. Dankeschön, dass du da bist, viel Spaß jetzt mit dem Video, ab geht's, let's go. Oh, geh mal dem noch ein Happen zu essen, dem armen Pferd, ey. Boah, ey, da habe ich ein Pferd abgezogen, ey, da laufen da drei Leute hinter mir her. Und verprügel mich dann und hast du nicht gesehen, ey, das war wieder der heftigste Quatsch, der da abgegangen ist überhaupt. So, machen wir den auch mal sauber, ne, damit wir auch mal seine volle Pracht sehen, denn als er auf mich zugeritten kam, war er ziemlich strahlend weiß, habe ich mir gedacht, Wahnsinn, ey, den müssen wir uns holen. So, dann holen wir die Bürste raus, genau, holen wir die Bürste raus, dann reiten wir jetzt, wie gesagt, schnell zur Postkutscherei und bezahlen wir unser Geld. Dass wir uns dort wieder frei bewegen können in Valentine. Und dann geht's auch weiter. Ja, und baden müssen wir eigentlich auch mal, ne? Oder eigentlich bräuchten wir auch mal ein paar neue Klamotten. Was ist denn das Kopfgeld? $2,50 oder? Das ist ja noch im erschwinglichen Bereich, ne? Genau, Friseur und so weiter hat alles auf da oben. Dann rüsten wir jetzt mal unseren Arthur morgen erstmal komplett neu aus. Und dann geht's, wie gesagt, auch direkt weiter. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir jetzt nicht irgendwo hier wieder neu reingerissen werden. Wenn du einmal im Ärger steckst, ne, das ist wie im wahren Leben tatsächlich, ich, wenn du einmal hier im Ärger steckst und einer mit dir Streit anfängt, dann bedrohst du einen Zeugen, dass der auf einmal sagt, ey, nee, lass es, geh lieber nicht petzen bei der Polizei und so weiter. Und dann kommt auch direkt der nächste Zeuge, der gesehen hat, dass du den bedroht hast und, ey, das ging eine halbe Stunde oder so gefühlt. Hin und her. Ja, und dann bin ich dann schlussendlich doch endlich... Oder konnte ich ihr schlussendlich mit diesem dämlichen Pferd abhauen, Mann? Billiger Wahnsinn, ey. Na, aber das sind eben die Momente, ne? Musst du durch. $2,50 ist jetzt zum Glück nicht so hoch vom Kopfgeld her. Das ist auch schon wieder eine Schießerei, Mann, ey. Da müsste ich jetzt eigentlich auch wieder hin. Aber zick, ey. Wir müssen weitermachen. Erstmal Arthur aufpimpen, jetzt fresh machen. Und dann ab zurück zum Camp. Die ganzen Missionen angehen. Ja. Freue mich, dass du da bist. Freue mich auf den ganzen Support der letzten Folgen. Danke. Würde mich natürlich auch hier freuen, wenn ihr dem Video eine positive Bewertung da lassen würdet. Ein Däumchen und ein nettes Kommentar. Würde mir und dem Kanal extrem helfen. So, genau hier habe ich es nämlich geklaut. Da muss ich einen hier runterreißen. Da war ich nämlich überlegen, schwarz oder weiß? Schwarz oder weiß? Habe ich mich tatsächlich für das entschieden, weil es einfach irgendwie edler aussieht. Aber das hier ist vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt, ne? Aber jetzt habe ich ja erstmal eins. Jetzt muss ich ja nicht schon wieder ein neues klauen, wieder Stress anfangen, ey. Meine Zeit. So, ich bin gekommen, um meine $2,50 Strafe zu zahlen. Ich bezahle quasi selbst. Bist du es, oder wo kann ich das tun? Beamter? Jetzt sein, da ist es. Nice. New Hanover, ja, genau. Ich würde gerne die $2,50 bezahlen. Dankeschön. So, haust da rein. Mach Jod, schön Jod. Jetzt machen wir uns da kurz auf hier in die Stadt. $69 war das mit dem Waffengurt, oder Freunde? $69, die können wir uns eigentlich jetzt gönnen. Wir gehen aber, glaube ich, erstmal in den Klamottenladen. Check mal ab. Oh, ich muss auch mal nochmal noch eine Dose Bohnen essen oder so. Geh mal in die Stadt. Klamotten shoppen. Und dann gucken wir mal, was wir an Geld übrig haben. Ja. $69 sollte man ja dann schnell kriegen. Ich habe auch gesehen, eben noch, da ist noch ein neuer Steckbrief. Genau, da sieht man es auch da rechts auf der Map. Wäre ein neuer Steckbrief, können wir einen neuen paar Verbrecher jagen. Und dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Cash am Start. Ist das hier der Klamottenladen überhaupt? Oh, da ist wieder fette Schlägerei im Salon. Davon distanziere ich mich diesmal. Ah, guck mal, da vorne geht's ab. Da vorne geht's ab. Ja gut, weißes Pferd, da siehst du halt jeden Schmutz drauf, ne?
So, General Store, ne? Oder wo ist es? Verkaufen sie auch Klamotten oder nur Lebensmittel? Katalog durchblättern. Schauen wir mal rein. Schauen wir mal rein, was da ist. So, Arznei, Munition, bla 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 bla. Vorräte, Kleidung. Okay, Kleidung hat er auch. Nice. So, ich bin eher so tatsächlich der Typ, Typ Weste anstatt Typ Hut. Ach, Typ Mantel. Was für Hüte haben wir denn hier? So ein Baller-Hat wäre nice. Hier, High Baller oder hoher Baller. Oder hier das hier, aufgerollter für 21. Kann man den mal, kann man sich den mal ansehen, ja, ne? Oh, schick. Schick, passend in Rot wäre gar nicht mal so schlecht, ne? Was ist das hier? Ein Derby? Na, ne, der sieht nicht so nice aus. Ich bin, glaube ich, echt der Baller. Komm, wir gönnen uns den hier in Rot, passend zu unserer Weste. Zack, rein, den gönnen wir uns. Was hat denn der für fresh Westen für uns am Start? Ansehen. Kann man nicht eigentlich auch direkt von hier aus irgendwie die Westen sich anschauen? Opulente Weste? Hm? Hat auch was, ne? So ein bisschen den Dutch-Style eben. Okay, das ändert sogar noch die komplette Form dann, nice. Okay, das war's schon quasi an Westen. Klassische Weste. Ah, klassische Weste sieht so abgeranzt aus. So ein bisschen Style-Muster ja schon. Oh. Geiles Muster. Schönes Muster. Gefällt mir tatsächlich. Okay, das hier sieht so städtermäßig aus. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei der, die ich habe. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Oberteile. Französisches Hemd. Langarme. Oh, schönes Rot. Wie gesagt, würde perfekt passen eigentlich für unser Outfit, ne? Wir machen diesen Rot-Schwarz einfach. Rot-Schwarz, beste Kombi aller Zeiten. Mach mal so dunkles, ne? Machen wir so dunkles. Ah, das ist ein Komplett-Set mit Hose sogar. Mhm. Was für Hosen haben wir denn am Stissel-Missel? Alltagshose. Oh. Stadthose, gekrempelte Hose, schicke Hose, Ranchhose. Ja, die Ranchhose sieht cool aus. Gibt es die nicht in, genau, einfach nur schwarz oder so? Doch, ne? Und nehmen wir die jetzt, zack, einfach nur in schwarz. Perfekt, ey, da haben wir noch Kech übrig. Und können sogar noch den Waffengurt locker easy uns holen, ey. Wahnsinn, nice. Was haben wir denn noch hier für freshe Stiefel? Okay, wird doch schon. Siehst du, einmal hier ein bisschen ins Dorf rein und dann haben wir es schon. Arbeitsstiefel, na, die sehen scheiße aus. Luxus, Schnellschussstiefel. Okay. Ja, Freunde, das gehört alles dazu, leider, jetzt, was wir gerade tun. Das gehört alles dazu, ne? Ein bisschen Fechen, Redemption und so. Man kennt's, ne? Haben wir noch ein paar mehr Stiefel am Start. Englische Predigerstiefel. Mhm. Oh, nehmen wir die. Erschwinglichen Preis. So, ein paar Reithandschuhe. Kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. So, Hosenträger und so ein Quatsch braucht man dann in dem Fall nicht mehr, weil die sieht man eh nicht. Was haben wir hier? So ein Zeug eben. Mhm. Braucht man das? Wir gönnen uns einfach mal so ein Set. Wir gönnen uns einfach mal so ein Outfit, Mann. So. Und das war's dann erstmal, würde ich sagen. Jetzt kann sich unser lieber Arthur morgen auch mal richtig erblicken lassen. Guck mal hier, ey. Wahnsinn. Wahnsinn, ey. Nice. Thanks, partner. Guckt euch den lieben an, ey. Puh. Stylo Milo, Mann. Schön schwarz-rot. Jetzt holen wir so eine frische Frisur.
Die Schnauze. Können wir den plündern oder werden wir dann wieder gesucht? Ich will es jetzt nicht riskieren, Mann. Ich will mir jetzt einmal kurz alles frech machen. Eine Zeit. Howdy, ihr kleinen Rabauken. Ich bin wieder da, Mann. Ich glaube, ihr wollt keinen Stress mehr mit mir, oder? Hello. Hello. Grüße. So, Barbier, Haare schneiden. So, Bärte. Lass mal nur den Schnäuzer stehen, oder was? Das kostet 25 Cent. So, machen wir das erstmal weg. Zack. Schnäuzer lassen wir uns stehen. Und jetzt sagen wir Haare, Frisuren. Was gibt's denn hier für coole Frisuren? Pomenade? Ja. Scheitel links, rechts. Hast du nicht gesehen? Mittelscheitel, ne. Schneiden. Okay, machen wir erstmal das. Kann man nicht die Haare komplett wegmachen? Frisuren? Okay, dann nehmen wir die Frisur. Willst du mir jetzt sagen, man kann nicht komplett auf Null machen, oder was? Dann ballern wir uns noch ein Pomenade ein bisschen drauf. Als ob. Okay, dann gehen wir erstmal so. So ist so absolut stylisch, Mann. Seiten auf Kontostand, ne? Oder wie sagt man immer heutzutage, ne? Guck ihn dir an hier. Guck ihn dir an. Fresh, Mann. Fresh. So. Jetzt ab zum Büchsenmacher. Wir brauchen einen Waffengurt. Plündern. Wie gesagt, ich würde ihn jetzt ungern plündern. Wir können jetzt gleich plündern, wenn wir hier wieder weg sind. So. Ja, ich sag doch, ich komm zurück, oder? Ja, ich hab doch gesagt, ich bin wieder da. Ich hab die $69, die du verlangst, hab ich dabei. So, Accessoires. Also der Waffengurt ist ja nicht nur ein Accessoire, der bringt ja tatsächlich, glaube ich, wirklich etwas, ne? Patronengurt. So, kaufen. Good. Ciao, Kakao. Zack. Nice. Top ausgestattet. So, welche Quests haben wir denn jetzt hier am nächsten? Ich würde eigentlich gerne nur auf die Karte jetzt gehen. Thanks for your assistance. So, da braucht jemand Hilfe. Das ist aber alles in der Stadt immer. Das gibt nur Ärger, ne? Oh, hier oben ist ein Fort, okay. Okay, dann müssen wir tatsächlich zurück zum Camp und dann machen wir den hier. Finden wir ein paar Informationen über die O'Driscolls. Bärtchen, komm her. Der Arm bricht doch schon wieder an. Wahnsinn, ey. Aber egal, Freunde. Ne? Solche Folgen muss es eben auch geben. Einfach mal ein bisschen rumlaufen, entspannt, einkleiden, umkleiden, Kataloge durchstöbern, ein bisschen ins Saloon gehen, Haare schneiden. Braucht man einfach. So, machen wir erstmal sauber hier, das teure Ross. Also manchmal verstehe ich die Eingabe nicht. Der macht es einfach manchmal nicht. Ich würde das Outfit jetzt gerne auch mal speichern hier ich das speichern? Ah, okay. Ah, stimmt. Ich muss das am Camp. Ich muss das an meinem Lager speichern, ne? Die Glocken läuten. So, jetzt können wir wieder ein paar Leute überfallen hier. Der kriegt jetzt erstmal einen Tritt. Links in die Seite. Bam. Okay. Oder auch nicht. Aber der Wille war da. Der Wille zum Bad Boy war da. Ihr habt's gesehen. Schon wieder so ein Zug, ja? Easy, Buddy. Eigentlich bräuchten wir jetzt ein schwarzes Pferd, oder? Wenn wir so schwarz-rot machen, bräuchten wir eigentlich ein schwarzes Pferd. Aber gut, jetzt haben wir erstmal ein gutes. Willst du mir jetzt sagen, du bleibst genau hier stehen, oder was? Ja, das Pferd hat Angst. Ruhig, Brauner, ruhig. Ruhig, easy. Easy. Das Pferd hat Angst. Ja. Brrr. 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 Das Pferd hat echt Angst, ja. Wahnsinn.
Okay, mal schauen, wer hier zur Nachtwache steht. Eine kleine Hauptblase. Mhm. Ich muss die Ausdauer von dem Pferd echt schnell nach oben treiben. Yo, Bill! Beruhig dich. Du Esel, sagt er. Ja, genau, du kleiner Esel. Ah, das arme Pferd steht hier immer noch so verlassen rum. Sei frei! So, wer kümmert sich ums Pferd? Wer macht sauber? Ich stelle ab hier. Die Kiste. Zack. Gönn dir. Miss Grimshaw. Evening. The old you would have had this place ship shape in a day. So, jetzt pennen wir eine Runde. Ich mach mal den hier. Ich würde das Outfit nämlich jetzt gerne speichern. Outfits. Spieler-Outfits. Speichern. Zack. Sieht ja nicht stylisch aus, ey. Wahnsinn, ey. So, das wäre mein Style für den wilden Western. So, wir schlafen bis zum Morgen, ne? 8 Stündchen machen wir ganz entspannt hier. Boah, wird doch sick, ey. Anstrengender Tag, Mann, ey. Schlägerei, Pferd klauen und. So, da sind wir. Ja, wir müssen auch, guck mal, wir müssen auch Dutch so alle Ehre machen, ne? Als hast du nicht gesehen, als Kompagnon. Guten Morgen, Arthur. Die Schnauze. You could get out there too, Dutch. Just remember who you're talking to. Ja, warte, mit wem denn, ne? Geh doch raus und hol mal ein bisschen Geld, oder? Everyone's seeing you and Hosea reading. What are you trying to prove here? Ja, was denn, ne? Was denn? Komm schon. Grow up! Ah, guck mal, da kann er die Weite nicht vertragen und da haut er ab, ey. So, bevor er mir den Eintopf jetzt hier weg isst. Ah, okay. Ah, du es bist. Morning. My arms is gonna fall off. You got some speaking to do of your own. Not that old gang of yours. I said, I told you, I don't know nothing. That's what I thought. Whoa, hold your horses there. It seems zu Gast bei Freunden. It's got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister. I told all of you. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a while. Horseshit. You see, we heard that part, so how about you tell the truth? That's what you want me to do. Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on. Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Geld him. Oh, yeah! What's he doing? Where's he going? Oh, don't worry. You're only balls, boy. Just gonna cause you trouble. You know, in Imperial Rome, eunuchs was among the happiest and most loyal of courtiers. No, you're kidding me, right? Of course. You sick bastards! Oh, what do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas off. Okay, listen. I know where old Driscoll was holed up. And you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there. Serious. Geht doch, Junge. I don't like him. I mean, I like him even less than I like you. No offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Should be fun, sagt er. Ja, ob das fun wird oder nicht, liebe Freunde, das könnte ich jetzt nicht beurteilen. Aber was ich beurteilen kann, ist, dass wir das in der nächsten Folge machen werden. Freue ich mich drauf. Wird, glaube ich, actionreich. Schön ein bisschen gegen die O'Driscolls kämpfen. Hoffe, die Folge hat gefallen. Wie gesagt, gehört dazu. Bisschen umstylen, ein bisschen einkleiden, ein bisschen rumreiten, ein bisschen kaufen. Und hast du nicht gesehen? Willst du machen, ne? Part of the game. Wenn die Folge gefallen hat, trotzdem Däumchen hoch, kostenlos Abo, einmal nur auf mein Profil beklicken, würde es mich extrem mit supporten und natürlich die Glocke nicht vergessen. Es kommen jede Menge geile Videos hier auf dem Kanal, die darfst du nicht verpassen. Habt noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao mit V.